Dass in Hollywood eine Menge Gelder fließen, wenn es um die Produktion von Kinofilmen geht, ist kein Geheimnis. Dass das meiste Geld davon für die Gehälter der Stars draufgeht, die die Zuschauer ins Kino locken sollen, liegt dabei natürlich auf der Hand. Auch, dass einige Stars vielleicht etwas mehr verdienen als andere, ist in manchen Fällen ebenfalls verständlich. Aber die folgenden Beispiele berühmter Hollywood-Filme zeigen, wie extrem riesig diese Gehaltslücken tatsächlich ausfallen können. Wir präsentieren euch in diesem Video 7 Hollywood-Stars, die bei einem Film viel, viel mehr kassiert haben als ihre Co-Stars. Für die Komödie Dumm und Dümmer sollte Comedy-Star Jim Carrey ein Gehalt von $400.000 bekommen. Noch vor Beginn der Dreharbeiten wurde er durch Ace Ventura allerdings über Nacht zum Weltstar. Dank des Erfolges konnte er seine Bezahlung neu verhandeln und bekam für sein Mitwirken in Dumm und Dümmer letztendlich $7 Millionen. Sein Co-Star Jeff Daniels, der im Film genauso häufig zu sehen ist, wurde hingegen lediglich mit mickrigen $50.000 abgespeist. Leonardo DiCaprio ist zweifelsohne einer der größten Hollywood-Stars aller Zeiten. Keine Frage, dass er mit jedem seiner Filme einen enorm großen Gehaltscheck mit nach Hause nimmt. Für Martin Scorseses Börsenkomödie The Wolf of Wall Street landeten $10 Millionen auf dem Konto des Oscar-Preisträgers. Sein Filmpartner Jonah Hill, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits einen Namen in Hollywood gemacht hatte und sogar für Moneyball bereits für den Oscar nominiert wurde, schaute bei der Bezahlung allerdings in die Röhre. Im Gegensatz zu DiCaprios 10 Millionen zahlte man Hill lediglich $60.000 für seine Darbietung, was laut den Regularien der Screen Actors Guild der absolute Mindestlohn ist. Jonah Hill akzeptierte den Dumpinglohn jedoch, weil er unbedingt mit Regielegende Martin Scorsese zusammenarbeiten wollte und wurde am Ende wenigstens mit einer zweiten Oscar-Nominierung belohnt. Tom Hanks ein Weltstar ist und sein Name die Massen ins Kino lockt, steht außer Frage. Ebenso, dass er für seine Hauptrolle in Captain Phillips wohl mehr verdient hat als sein Filmwidersacher Barkhad Abdi, der hier sein Schauspieldebüt gab. Während Hanks allerdings $20 Millionen für seine Rolle kassierte, hatten die Macher Abdi gerade mal eine Zahlung von $65.000 zugestanden. Und am Ende wurde nicht Hanks, sondern Barkhad Abdi für den Film mit einer Oscar-Nominierung belohnt. Trotz des Erfolges hatte Abdi, der zuvor als Chauffeur und Handyverkäufer arbeitete, während seiner Oscar-Kampagne mit finanziellen Problemen zu kämpfen. In der John Grisham-Verfilmung Die Jury konnte Matthew McConaughey nicht nur eine seiner ersten Hauptrollen ergattern, der Film war für ihn auch der große Durchbruch in Hollywood. Da er damals noch relativ unbekannt war, gab es allerdings nur eine Gage von $250.000. Sandra Bullock, die im Film lediglich eine Nebenrolle an der Seite von McConaughey spielt, konnte währenddessen etwas mehr Knete mit nach Hause nehmen. Obwohl sie im Film nicht ansatzweise so oft zu sehen ist wie ihr Filmkollege, bekam sie dank ihres Bekanntheitsgrades ein Gehalt von $8 Millionen. Dass die damals noch eher unbekannte Nicole Kidman im Gegensatz zu Hauptdarsteller Tom Cruise im Actionfilm Tage des Donners eine geringere Gage bekam, ist nachvollziehbar. Nachdem die beiden im Anschluss heirateten und Kidman ebenfalls weltberühmt wurde, verwundert es aber sehr, dass die Gehaltslücke der beiden beim nächsten gemeinsamen Projekt in einem fernen Land immer noch so enorm ausfiel. Obwohl ihre Rollen im Film gleich groß waren, bekam Cruise $13 Millionen Gage, während Kidman sich mit weniger als 2% von dem zufrieden geben musste. Umgerechnet bekam sie also nur ca. $250.000. Der Thriller Basic Instinct machte Sharon Stone nicht nur zum Weltstar, sie stahl ihrem Filmpartner Michael Douglas auch deutlich die Show. Auf dem Gehaltscheck der beiden ließ sich das allerdings nicht erkennen, denn während Douglas sage und schreibe $15 Millionen einstreichte, zahlte man Sharon Stone für ihre Kultrolle gerade mal $500.000. Für das Drama Alles Geld der Welt wurde Mark Wahlberg mit $5 Millionen entlohnt.
Michelle Williams, deren Rolle im Film ebenso groß ausfällt, zahlte man aber lediglich $625.000. Doch damit nicht genug. Nachdem gegen Kevin Spacey mehrere Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung an die Öffentlichkeit gelangten, wurde dieser aus dem fertigen Film geschnitten und seine Rolle musste mit Christopher Plummer komplett neu gedreht werden. Mark Wahlberg bekam für diese Nachdrehs weitere $1.5 Millionen, während Michelle Williams lediglich mit weiteren $1.000 abgespeist wurde. Nachdem diese Zahlungen öffentlich bekannt wurden und die kritischen Stimmen sich häuften, spendete Wahlberg sein Gehalt für die Nachdrehs an die Time's Up Foundation, die sich gegen sexuelle Belästigung in Hollywood stark macht.